So, hallihallöchen, liebe YouTube-Userinnen und User, hier ist wieder Miss Testerin und zwar mit einem weiteren Unboxing. Und zwar kommt das diesmal von einem YouTuber, Hardflip. Vielleicht hat er auch ein Dings drin, ansonsten in der Beschreibung ist der Link. Ich sag euch dann später, falls der Name hier nicht drin sein sollte. Das ist ein bisschen beschädigt, keine Ahnung, ob das vorher schon war oder nicht. So, schauen wir mal rein. Ja, also Zeitungspapier. Dann, okay, Kaugummi, ja. Yeah. Ah, ey, ich dachte, kommt eine Spinne raus. Okay, das ist fies. Und nochmal Zeitungspapier. Okay, Schock, ich hätte es vielleicht doch vorher lesen sollen, was hier steht. Das ist fies, das ist noch fieser als das Feuerzeug. Mann. Okay, was ist es? Jo. Und zwar hat er mir ja getradet. Ups, hier geht schon was ab. Und zwar haben wir getradet. Und zwar dieses, wie heißt es, dieses Spiel hier. Jo, also hier ist ein Kabel locker gegangen. Also ich zeige euch das im Review nochmal, baue ich dann das alles zusammen und zeige euch das mal im Review. Okay, also alles dabei, also dieses Ping-Pong hier, dieses Retro-Game, was man eigentlich selber zusammenbauen muss, aber er hat es mir schon zusammengebaut, denn er hat ja auch schon ein Review drüber gemacht. Also Namen, habe ich den schon gesagt? Nein. Er heißt Hardflip 1987. Ja, 1987 und vorher Hardflip. Jo, also vielen Dank für die ganzen Sachen, vor allem für das Fliegengitter. Das hat er mir vorher schon gesagt, aber habe ich auch schon eins. Jo, also hier für die Kaugummis. Das ist ziemlich fies übrigens. Ah, okay, man muss erst ziehen, dann geht es. Okay, also der Trick liegt daran, dass jetzt hier nichts passiert, aber erst wenn man zieht. Das ist irgendwie ziemlich fies. Bäh, das fühlt sich immer sehr eklig an. Ich kenne das von dem Feuerzeug. Okay, also vielen Dank. Hier nochmal die Verpackung. Hier, Ping-Pong. Ja, hast du es gewesen sein? Mann sieht sich oder mich und ciao. Vielen Dank nochmal an dich, Flo.